Herzlich willkommen zu Folge Nummer 3, was auch gleichzeitig die finale Folge von Hexen sein wird. Wir haben ja jetzt ein bisschen was rausgefunden. Wir haben so zwei Optionen, wen wir da jetzt opfern können, um das Ganze rauszuzögern, abzuwenden. Was dann genau passiert, wissen wir ja auch nicht. Oder ob wir uns dem König stellen. Das alles, wie wir uns entscheiden werden, ob es zum epischen Kampf kommt, seht ihr jetzt in dieser finalen Folge von Hexen. Viel Spaß damit. Ihr steht vor der Hütte der alten Frieda Keller. Else bei euch, die Tür hinter euch ist noch nicht ganz zu. Und überlegt, was ihr jetzt tun sollt. Also, Nigel, kannst du mir vielleicht auch noch kurz... Ich zeige auf die Kratzer, die ich am Rücken habe. Es hat auch ganz schön... Ja, ich lege auch noch beiläufig die Hand auf. Danke. Also ich finde, hier drüber kann man nicht... Oder ja, brauchen wir nicht zu diskutieren. Nein, aber ob man keinen. Ja, also wir brauchen nicht diskutieren, wir brauchen nicht gegen den König kämpfen. Zwei Erfolge habe ich. Okay. Oh, schade. Wir müssen nicht gegen wir müssen nicht gegen den, genau, wir müssen nicht diskutieren, wir können nicht gegen den, also wir können auch einfach gehen, klar, können wir auch. Oder ja, also Opfer war wir gehen ja. Oder ja. Oder ja, wollt ihr jetzt wirklich jemanden opfern? Naja, die alte wäre auch eine Option, ne? Aber die hat doch auch nichts getan. Willst du sehen, dein Auge ins Verderben laufen und dann trotzdem nicht zuschauen, wie das Dorf kaputt geht? Aber wer sagt denn, dass wir nichts machen können? Es sind doch nur Geschichten da von irgendwie der Oma von dieser alten Frau. Wir wissen gar nicht, ob es überhaupt so passiert ist. Und solche Legenden werden doch immer aufgebauscht. Genau. Vielleicht ist er dann nur halb so groß und dann war es halt auch eine stürmische Nacht dazu oder solche Sachen. Also... Ja, aber ich stelle eine Frage, was, wenn doch? Dann tun wir unsere Pflicht. Dafür und sterben. Wir. Und erreichen gar nichts. Naja, also das ist doch mit jedem Auftrag, den wir jemals angenommen haben, war das immer die Möglichkeit, dass das passieren kann. Und früher oder später, wissen wir alle, wird es vermutlich passieren. Ich gehe jetzt rein und rede nochmal mit der. Was willst du mit der reden? Sie hält sich für die heiligste Person hier im Dorf. Die hat auch eine heilige Pflicht, hat sie selber gesagt. Aber hier wird niemand geopfert, auch wenn sie sich heilig sieht. Jeder sieht sich in irgendeiner Weise. Also, aber würdest du sie aufhalten, wenn sie sich zum Beispiel selber opfern wollen? Lass doch leiten, lass ihn doch mal mit ihr reden. Lass ihn einfach mit ihr reden. Vielleicht, vielleicht hat sie uns auch nicht alles gesagt, weil du dabei warst, weißt du? Jetzt bin ich schon wieder schuld. Naja, guck dich doch mal an. Also, ich liebe dich, bester Herz, aber manche Leute sind eben bei deinem Anblick so ein bisschen... Die sagen dann nicht unbedingt so alles, was sie denken und wissen, weißt du? Dein Richtschwert und naja... Wenn der Richtschwert hat er und der Eimer am Ende, das war jetzt auch nicht ja, fair. Ja, ja. Also lass der wäre auch auseinandergefallen, hätte ich nicht gegen getreten. Aber macht doch, was ihr wollt. Ich würde ein paar Schritte davon weggehen und etwas schmollend in den Nebel starren. Na, ich gehe hinterher und lauf nicht zu weit weg, lauf nicht zu ja, weit weg. Ja, ich laufe ein bisschen ihr hinterher und beschwichtige sie und sage, Schwester, jetzt reg dich doch nicht so auf, du weißt doch, wie das ist. Seit wann? Ja, ich klopfe mal an der Tür, damit Heinrich nochmal aufmacht. Mit Klopfen geht die Tür auf. Ihr hattet die ja noch gar nicht wirklich zugemacht, wie ich gesagt hatte. Ja. Das heißt, die Hütte ist immer noch offen, du kannst einfach reingehen. Okay, dann würde ich nochmal reingehen. Wie reagiert? Jetzt habe ich den Namen nicht von ihr. Frieda, oder? Frieda. Danke. Wie reagiert Frieda, wenn nochmal jemand reinkommt? Sie lacht. Ich bleibe an der Tür und das Ganze ein bisschen... Ich gehe nicht rein, aber so, dass ich in der Nähe bin. Also ich würde mich mal tatsächlich hinsetzen und an die Feuerstelle zu ihr. Sie nimmt mit so einer Kelle aus einer Schüssel neben sich ein bisschen Tee, gibt das in den Becher und gibt dir den Becher. Vielen Dank. Ich riech mal dran. Riecht wie irgendwie Kamille, Pfefferminze oder so. Ja, dann trinke ich den auch. Mhm. Ein bisschen Honig ist noch drin, ist nix. Keine fiesen Gifte. Ich dachte, wir reden noch mal unter uns. Ihr doch noch zu Verstand. Wie alt sind Sie mittlerweile? 87. 87. Haben Sie bestimmt schon sehr viel gesehen in Ihrem Leben. Na,
Mehr als du ahnst. Ja. Und wollen sie nicht, dass vielleicht die kleine Christine, wie heißt sie, die kleine Else, vielleicht genauso viel sehen kann wie sie? Natürlich! Was meinst du, wie ich die letzten Tage auf die Leute hier im Dorf eingeredet habe? Ja, die letzten Tage. Und leider haben wir jetzt die Situation, wie wir sie haben. Richtig. Ja. Und ich bin nicht schuld daran. Ja, aber sie könnten es ändern. Auch wenn sie nicht schuld sind. Wie soll ich es ändern? Wie solle ich es ändern? Sie könnten mit uns zum See kommen. Und dann? Wollt ihr mich opfern? Sie grinst dich an. Wir wollen euch nicht opfern. Aber sie könnten ihrem Dorf den größten Dienst erweisen. Und vor allem auch den Kindern, die es nicht verdient haben. Und nächstes Jahr? Und nächstes Jahr sorgen wir dafür, dass dieses Opfer stattfindet, wie es die Tradition verlangt. Wisst ihr, was passiert? Eine Hexe wird in einem Dorf ertränkt, das Unheil geht weg und alle werden sagen, seht ihr, weil die Hexe tot ist, ist alles gut. Das wird passieren. Es kann aber auch anders passieren. Weiter und im nächsten Jahr stirbt das Dorf. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wir retten das Dorf jetzt dieses Jahr, wo es vor der sicheren Zerstörung steht, und nächstes Jahr wird dieses Opfer stattfinden? Ihr glaubt, der Pfaffe wird das zulassen. Ernsthaft. Ja, wir haben da ein paar Argumente, die wir vielleicht anbringen könnten. Ich klopfe mal so gegen mein Lichtschwert. Ihr wollt hier im Dorf einziehen? Nee. Und was, wollt ihr jetzt einmal im Jahr hierhin wiederkommen? Nee, aber vielleicht zieht ja der Pfaffe aus. Dann könnt ihr den auch opfern. Der ist doch nicht heilig. Der ist doch in den Augen des Königs nicht heilig. Ihr glaubt jetzt nicht, dass ich denke, dass das eine gute Idee ist. Sie dürfen denken, was sie wollen, aber sie haben die Möglichkeit, das ganze Dorf zu retten. Das Dorf soll sich selber retten. Das Dorf muss akzeptieren, was hier passiert. Das Dorf wird es nächstes Jahr nicht mehr geben. Solange dieser Mann in dieser Kirche sitzt, sorgt dafür, dass er verschwindet, dann tue ich's. Abgemacht. Streck ja die Hand hin. Ich spuck auch mal rein und schlag ein. Das meine letzte Tat sein soll, aber bringt den Pfarrer dazu, sein Amt niederzulegen. So soll es sein. Und ich gehe raus. Mhm. Ich glaube, meine Schwester wird das nicht mögen. Ja. Nigel kommt wieder zu euch. Und? Ja, sie wird es machen. Wenn der Pfarrer abdankt. Aber also weil sie sagt, wenn der Pfarrer bleibt, dann passiert das Gleiche nächstes Jahr nochmal. Und sie hat vollkommen recht. Ja, hat sie. Und dann ist der Pfarrer weg, dann machen sie es trotzdem nicht, weil irgendwas anderes ist. Und dann kommt das Zeug, das ist das einzige dauerhafte Lösung, ist dieses Monster zu töten. Alles andere wird immer wieder kommen. Willst du ein Monster lebendig hier leben lassen? Teufelsgezücht. Es ist kein Monster, das ist der König im See, der hier schon vor der ganzen Geschichte war. Ja, und es war ja auch vorher nie so, dass irgendwelche teuflische Wesen, auch bevor diese Zugang zur Hölle geöffnet waren, hier auf der Erde waren. Der war halt vorher da. Gott gab vorher auch schon. Es war ja alles gut, solange das stattgefunden hat. Ein paar Puppen im Jahr in See werfen, das ist ja das super Opfer. Ja, und vielleicht in 10 Jahren ist ihm das langweilig und dann will er jedes Jahr ein Menschenopfer haben. In 10 Jahren bin ich vielleicht gar nicht mehr da, dann stört mich das auch nicht mehr. Ja, hinter mir die Sinnflut, oder was? Ja. Das ist doch nicht der Grund, warum wir Jäger geworden sind, sag mal. Der Grund, warum ich Jäger bin, ist Leute zu retten, egal wie. Na? Ja,
Und du führst hier zwei Leute zum Schlachthof, sozusagen. Nee. Wer redet denn davon, dass wir den Pfaffen abschlachten? Er muss abdanken. Können wir einfach mitnehmen. Der Pfaffe wird nicht abdanken. Du legst dein heiliges Amt nicht nieder, einfach so, weil jemand nett darum bittet. Nein, wenn ich darum bitte, nicht. Und ich schaue sie mal an. Ja. Aber wenn eine Marianenstreiterin darum bittet. Ich werde niemanden von seinem Glauben abbringen. Gut, dann ist auf deinem Gewissen, dass dieses Dorf hier morgen nicht mehr existieren wird. Ja, ich gehe ja davon aus, dass... Du wirklich so gar nicht an uns, oder? Was ist denn mit dir? Dass wir schon alles zusammen Ich möchte nicht in den Händen eines Königs, der Dächer mit seinem Atem abdeckt und Leute zerquetscht, enden. Das ist doch Blödsinn. Mhm. Das war vielleicht auch einfach nur eine windige Nacht. Du weißt, was für Legenden und für welche ganzen Sachen Geschichten aufgebauscht werden. Im einen Moment, keine Ahnung, war die Ernte schlecht und dann ist schon wieder keine Ahnung was gewesen. Also, ihr hört Steiere aus dem Dorf. Ich glaube, dass die Diskussion hat sich sowieso erledigt, würde ich noch sagen. Zieh mein Schwert und lauf Richtung schreiende Stimme. Ich ziehe meine zwei Pistolen und laufe meiner Schwester hinterher. Ja, die Diskussion ist noch nicht vorbei und ich ziehe mein Schwert und renn los. Ja, dann laufe ich auch hinterher, ja. Also ihr lauft so schnell es geht, ohne euch auf die Fresse zu legen. Mhm. Denn ihr lauft durch zähen, dicken Nebel in Richtung des Dorfplatzes. Und hinter euch der See. Vor euch waren die Schreie. Ihr rennt dahin und seht dann nebelhafte Gestalten auf euch zukommen. Ja, dann mal los. Ihr wappnet euch, um euch bereit zu machen für den Kampf. Und seht dann, diese nebelhaften Schemen kommen auf euch zu, aber sind gar nicht diese 3 Meter großen, sondern sind deutlich kleiner, als ihr sie vorher gesehen habt. Ungefähr so groß wie ihr. Und ihr seht so durchscheinend nebelhaft Leute auf euch zu gleiten in diesem Nebel. Auf uns zu gleiten? Ja, die machen keine Schritte, sondern die schweben so auf euch zu. Sind die Geister bekannt? Also ihr glaubt, dass ihr ein paar von den Gesichtern schon gesehen habt. Vielleicht sind das deren Seelen. Hieß es nicht, dass diese Vieh, die Monster da, deren die Seelen irgendwie nehmen? Tatsächlich, wenn sie euch näher kommen, erkennt ihr tatsächlich fast die Gesichter und sie bleibt ihr im Weg stehen oder macht ihr einen Schritt zur Seite? Ich mache einen Schritt zur Seite. Mhm. Also intuitiv irgendwie. Was ist mit unserer Marianenstreiterin? Sie bleibt erst noch stehen, weil also die hat ja gesagt, dass die Seelen zum König gebracht werden auch, oder? Also sie kommen immer, hat sie gesagt? Ja, die kommen immer näher auf dich zu, du stehst da, Schild nach vorne, Schwert in der Hand. Wie sehen die Gesichter? Also, sehen die irgendwie böse aus? Sehr emotionslos. Okay. Ich würde noch, wie heißt das, ein bisschen zurückweichen. Ich würde mich jetzt nicht von denen berühren lassen erstmal. Die sehen nicht so aus, als wollten sie um dich drum herum machen. Die anderen gehen aus dem Weg. Ja, dann gehe ich auch aus dem Nebel aus. Dann gehst du auch aus dem Weg und sie gleiten weiter und verschwinden dann Richtung See in den Nebel hinein. Ich glaube, die Nacht hat schon ein paar Opfer gefordert. Waren die hier mit in der Kirche? Kann man da? Ja. Aha. Aber ob die jetzt am Ende noch in der Kirche waren, weiß man nicht, zu denen gehören, die am Anfang mit rausgelaufen sind, wisst ihr nicht. Und ihr wisst auch nicht, ob die, selbst wenn sie in der Kirche waren, ob alle Leute in der Kirche geblieben sind. Seit genau. Okay. Ja, aber wir haben ja Schreie gehört. Das heißt, wir könnten ja mal noch weitergehen, wo die Schreie herkamen. Auf jeden Fall. Ja. Ihr geht noch ein Stück weiter und seht tatsächlich ein paar leblose. Es waren 4 Schemen, die auf euch zugekommen seid. Ihr seht 4 leblose Körper auf dem Boden liegen. Alle wirken ausgemergelt. Grau.
und liegen mit weit geöffneten Augen tot auf dem Boden. Ja, da fängt es schon an. Ja, dann gehen wir jetzt zur Kirche, oder nicht? Mhm. Was? Ja, aber sind das jetzt, das sind die Leute, die um Hilfe gerufen haben, wir sind einfach nur zu spät, habe ich das richtig verstanden? Also wir hören nichts mehr jetzt. Also es gab kurz diese Schreie, dann wurde es still und das ist das, was ihr jetzt seht. Sind irgendwo so noch diese Nebelgestalten irgendwie zu erahnen? Es geht jetzt gerade keine. Okay. Was sprechen Gebet für die Gestorbenen. Ja, ich würde auch die Augen schnell zu jedem einmal auch kurz Gebet und die Augen schließen. Ist Else noch bei uns? Ja. Die ist vollkommen entsetzt. Okay. Aber findet es bei uns sicherer, als da alleine rumzulaufen? Im Moment findet sie es offensichtlich bei euch viel sicherer. Sie hält sich sehr, sehr dicht an Nigel. Hm. Ja, dann auf zur Kirche, oder? Wenn ihr losgeht, nimmt sie deine Hand, Nigel. Ja, ich halte sie fest und ziehe sie mit. Mhm. Mit welchem Ziel gehen wir jetzt zur Kirche? Was ist jetzt der Plan? Ich habe das Gefühl, wir wollten noch einen Pfarrer überzeugen. Ich weiß nicht. Du und Nigel wolltet offensichtlich einen Pfarrer überzeugen. Ich glaube nicht, dass man... Ja, ich glaube, Arthur hält das auch für eine gute Idee, oder Arthur? Ich glaube nicht, dass das noch groß was bringt. Und ich glaube nicht, dass es auch längerfristig was bringt. Ich fürchte auch. Längerfristig ist eigentlich die einzige Möglichkeit, diesen König zu töten. Diskutieren wir, während wir auf dem Weg zur Kirche sind? Ja, machen wir. Ja, irgendwann steht ihr vor der Kirchentür. Wir sollen ja auch gucken, ob es denen da noch gut geht. Tatsächlich nicht ganz. Auf dem Weg dahin berührt ihr irgendwann mit dem Oberschenkel ein Seil, das irgendwie gespannt ist. Mhm. Okay. Und wenn ihr diesem Seil dann folgt, dann seht ihr, dass jemand in der Zwischenzeit zwischen den Häusern und der Kirche Seile gespannt hat, an denen entlang man den Weg findet. Mhm. Ah, okay. Gut, und wenn wir bei der Kirche ankommen, ist da noch wer, oder? Tatsächlich sind es sind nicht mehr ganz so viele da wie vorher. Ein paar wenige Leute sind noch da. Das Ehepaar Tauber ist noch da. Der Sohn von denen ist nicht mehr da, der Friedrich Tauber. Nee, Jakob war es. Genau, Jakob ist weg. Christine ist weg. Die Eltern sind noch da. Ja. Das ist alles oder sind noch, also noch mehr Dorfbewohner? Also es sind da, noch Dörfler da, die von den Ansässern ist auch der Sohn weg. Hm. Und Else kommt ja jetzt wieder, rennt dann sofort zu ihren Eltern und fällt ihrer Mutter in den Arm. Gut, wo ist der Pfarrer? Komm, auf geht's. Er steht vorne am Altar. Konntet ihr da draußen irgendwas herausfinden? Konntet ihr irgendwas sehen? Was geht hier vor? Ich bleib an der Tür stehen. Ich werde keine Anstalten machen, dort bei dieser Diskussion mitzuwirken. Ja, ich gehe auch nicht in die Kirche rein. Ich schaue unsere Streiterin ganz böse an und sag so, gehst jetzt da mit? Nee. Und ich bleib an der Tür stehen und guck nach draußen, ob irgendwas kommt oder nicht. Mhm. Sehr erwachsen. Deine Entscheidung. Also nein, ich sehe keinen Sinn in dieser Entscheidung. Warum sollte ich eine Entscheidung unterstützen, die ich nicht als sinnvoll erachte? Du kannst den König ja immer noch... Dann werde ich ihn nicht überzeugen können. Ich kann jetzt hingehen und sagen, hau ab und dann kann ich wieder gehen. Bist du dann zufrieden? Ja, mach das. Oder vielleicht ein bisschen überzeugender. Vielleicht, dann lass uns halt, dann holen wir halt einen Arsch voll Jäger und machen den nächstes Jahr platt. Ist ja auch eine Option. Ja, ist immer noch eine Option, aber jetzt sind wir heute hier, da. Zu viert. Und ich will morgen auch noch sehen. Ich stehe da und schüttel nur meinen Kopf, überzeugt ihn selber. Es kann nicht dein Ernst sein. Es kann nicht dein Ernst sein, jemanden zu opfern. Ich opfer niemanden. Sie redet mit ihrem heiligen König. Und du, das Einzige, um was ich dich jetzt gerade bitte, ist, dass du als quasi Vorgesetzte von dem Priester mit ihm redest, dass er abdankt und nächstes Jahr den Leuten erlaubt, die Puppen in den See zu schmeißen. Was ist denn daran so schlimm? Das ist wie eine Verleugnung von unserem Glauben. Das gehört nicht zu unserem Glauben. Das ist. Die dürfen doch immer noch glauben und dann Puppen in den See werfen. Nein. Es tut doch niemandem weh. Das ist wie, keine Ahnung, zu sagen, man isst kein Fleisch und isst dann
Maultaschen. Also, oder Maultaschen, also etwas zu tun, was nicht. Ja, wie Arthur sagt, es ist ja was, was passiert. Ja, aber ich finde das nicht gut, dass das was passiert. Ich bin jemand, der so handelt. Und ich bezweifle, dass der Priester genauso ist. Aber ihr könnt... Ich halte euch nicht auf. Ihr könnt mit ihm reden. Ihr seid doch auch zwei sehr sympathische Ja, und warum sollte der auf den Henker hören? Warum sollte er auf mich hören? Komm, nein, Entschuldigung. Hat jetzt eh schon alles mitgekriegt. Lass uns das probieren. Ja, notfalls befördere ich ihn einfach so aus seinem Amt. Okay. Wenn dir das lieber ist. Ah, komm, Arthur, wir gehen. Mhm, wir gehen. Also ein paar Leute, die bei euch in der Nähe stehen, haben sicher was mitbekommen, wissen aber natürlich nicht genau, wovon ihr sprecht. Mhm. Weichen trotzdem von euch zurück, als diese zwei stark bewaffneten Männer durch den Mittelgang der Kirche direkt auf den Pfarrer zugehen, der am Altar steht. Und so die Bibel so ein bisschen schützend an sich drückt. Was habt ihr herausgefunden? Ja, wir haben herausgefunden, dass der König im See das Dorf holen wird. Was ist denn das für ein Ammenmärchen? Das ist genauso ein Ammenmärchen wie das Buch, das du gerade in der Hand hältst, wenn wir davon anfangen. Er guckt dich erst wütend, dann sehr traurig an. Leider sind sehr viele Leute in den Kriegen vom Glauben abgefallen. Ihr könntet darüber nachdenken, ob genau das der Grund ist, warum unsere Welt in dem Zustand ist, in dem sie jetzt ist. Ja, Fakt ist, letztes Jahr, als dieses Ritual noch stattfinden durfte, hatten wir dieses Problem nicht. Und Fakt ist, dass dieses Problem existiert, ob ich jetzt daran glaube oder nicht. Es hat nichts damit zu tun, ob ich an Gott glaube oder an irgendwelche komischen Dinge, die du meinst, in deinem Dorf ändern zu müssen. Doch. Genau damit hat es zu tun. Wenn der Teufel zu dir spricht und sagt, solange du mir regelmäßig etwas opferst, was dir etwas bedeutet, verschone ich dieses Dorf, verschenkst du jedes Jahr ein Stück deiner von Gott gegebenen Seele an den Teufel. Und ich bezahle lieber den Zehnten der Kirche jeden Monat, damit die Kirche genau das Gleiche macht? Willst du doch nicht sagen, dass in eine Kirche zu gehen und zu beten das Gleiche ist, wie dem Satan ein Opfer darzubringen? Wem ich das Opfer darbringe, ist doch in dem Fall völlig egal. Fakt ist, dass wenn wir diesen König nicht entweder umbringen, was ich sehen will, wie du das machen möchtest, oder ihm ein Opfer darbringen, das erfordert, dieses Dorf morgen nicht mehr stehen wird. Das ist Fakt. Hat diese Keller hat euch das eingeredet, ne? Ja, und der Nebel und die 8 Bestien, die wir umgebracht haben. Ja, es war so ein bisschen die Gesamtsituation. Wir wissen, dass es da draußen Kreaturen aus der Hölle gibt, die uns bedrohen, jeden Tag. Und tapfere Männer, und ich dachte eigentlich auch tapfere Männer wie ihr, stellen sich diesem in den Weg. Kommt ihr mit und stellt ihr euch der Kreatur in den Weg? So können wir das Problem auch lösen. Ist das der Preis? Ich stelle mich mit euch gemeinsam in den Kampf? Ja, und dann tue ich das. Oh, das ist schon mal ein Wort. Dann stehe ich neben euch und wenn ich sterben muss dabei. Das hätte ich nicht erwartet. Meine Gebete stehen neben euch und ich werde da stehen und bis zu meinem letzten Atemzug beten, wenn es darum geht, dem Teufel die Stirn zu bieten. Mächtige Worte, das hätte ich wahrlich nicht erwartet. Ich denke mal, das bekommt man auch noch so. Das bekommt man mit, das ist laut genug, das bekommt die ganze Gemeinde gerade mit. Ich würde mich auch einmal umdrehen und auch einmal so den Kopf senken, weil genau meine... In den Zeiten, in denen der Teufel kommt, um uns herauszufordern, ist die Lösung nicht, dem Teufel nachzugeben. Denn unsere Seele und das Leben nach diesem Leben steht in Gefahr. Ihr möchtet alle diese Menschen, das ganze Dorf, ins Fegefeuer verbannen und in die Hölle? Ich möchte
dass das Dorf, wie Sie so schön gesagt haben, noch eine Chance auf ein Leben hat. Das möchte ich auch. Aber dafür dem Teufel seine Seele zu opfern, ist nicht der richtige Weg, mein Sohn. Genau öffnet die Tore zur Hölle. Und Sie der Teufel sitzt auf dem Thron in Rom und in der Nordsee und er tötet an jedem Tag und er reißt die Seelen der Menschen mit sich. Nur ein kleiner Finger dem Teufel und eure Seele ist für immer verdammt. Ich reiche seit Jahren Gott die Hand und wir haben die Situation immer noch, wie wir sie haben. Und das ist schlimm, aber es ist nicht ganz so, wie wir sie hatten. Rom ist zurückerobert. Es gibt starke Gefechte. Natürlich ist es nicht einfach, mein Sohn. Das weiß ich. Es ist schwer, jeden einzelnen Tag. Aber wenn wir das heute machen und der Verführung des Teufels nachgeben, dann waren all die Opfer, die andere jetzt schon gebracht haben, vergebens. Und ihr spuckt auf die Gräber und Seelen derer, die sich im Kampf gegen die Dämonen und im Kampf gegen die Teufel in die erste Reihe gestellt habt. Ihr spuckt allen von denen ins Gesicht. Ist es das, wozu ihr bereit seid? Wollt ihr das tun? Wollt ihr sagen, die Legionen, die gegen Asmodeus in Rom gekämpft haben, das umsonst getan haben und diesen Dämon umsonst nach langen Schlachten und tausenden Menschenverlusten wieder in die Hölle zurückbefördert haben? Wollt ihr sagen, dass das alles vergebens war? Ja, ihr legt mir Worte in den Mund. Das Einzige, was ich tun will, ist so vielen Leuten wie möglich zu ermöglichen, den nächsten Sonnenaufgang zu sehen. Ja. Aber wie viel wert ist dieser, also ich melde mich dann von hinten, dieser Sonnenaufgang, wenn du einen Teil von deiner Seele abgibst, wenn du was von dir opferst und das Jahr für Jahr weitermachen willst. Der Sonnenaufgang wird wertlos dafür. Jede weitere Stunde wird wertlos, wenn du dich auf irgendwelche fadenscheinige Kompromisse... Ist Gott denn nicht gnädig? Vergibt Gott nicht Sündern? Wenn sie das vielleicht mit den richtigen Gedanken gemacht hatten, aber falsche Taten begangen haben? Gott vergibt dem, der bereut. Genau. Ich stehe neben euch im Kampf. Natürlich stärke ich euch den Rücken. Ich selber kann nicht kämpfen. Ich bin ein Mann der Worte und nicht ein Mann des Schwertes. Ich habe auch nicht diese Kräfte, über die ihr Jäger verfügt. Ich bin ein einfacher Dorfpriester, aber ich stelle mich dort vorne hin und kämpfe, wenn das der Preis ist. Also ich würde sagen, wir haben hier einen Geist zu besiegen. Es kann nicht sein, dass dieser Geist, der Jahr für Jahr seit Hunderten von Jahren hier Opfer einfordert, die ihn wahrscheinlich immer stärker machen. Wenn ich das richtig habe, je stärker jemand verehrt wird, desto stärker wird doch die Kraft von sowas. Und das können wir doch so nicht stehen lassen. Und vor allem noch so ein Menschenopfer zu verlangen. Ich stehe bei meiner Schwester. Die wird sich ja freiwillig opfern. Die Alte hat Menschenopfer verlangt? Nee, die Alte redet davon, sich selber zu opfern. Ach. Wenn ihr abdanken würdet. Weil sie befürchtet, wenn dieses Ritual nicht stattfinden wird nächstes Jahr, genau dasselbe wieder passieren wird. Damit sie dieses Dorf in ihren Hexengriff bekommt. Na, wenn sie stirbt, wie wird sie es dann in ihren Hexengriff bekommen? Also das finde ich jetzt ein bisschen... Noch sehe ich nicht, dass sie sich selbst opfern. Sie will, dass ich das Dorf im Stich lasse. Nein. Wo sind die großen Worte von Glauben? Kann sie nicht auch bereuen? Das kann sie. Und glaubt er nicht dran, dass es möglich sein kann? Die Tür dieser Kirche ist auch ihr offen. Ich habe sie mehrfach eingeladen. Ich habe die letzten Jahre immer wieder an ihrer Tür geklopft und sie in die Kirche eingeladen und gesagt, komm hier hin. Du bist auch ein Kind Gottes. Warum seid ihr nicht zu ihr und habt ihr die Hand gereicht? Warum muss ich zu euch kommen? Habt ihr mir nicht zugehört? Ich gehe regelmäßig zu ihr, klopfe an ihre Tür. Aber sie muss den Weg gehen. Ich kann ihr doch nicht den Weg ihrer Sühne abnehmen.
Dann reicht er jetzt die Hand in der dunkelsten Nacht. Und wir kämpfen gemeinsam gegen den Geist. Wenn sie das möchte, werde ich das tun. Ich verwehre niemandem die Beichte und ich verwehre niemandem die Absolution, der wahrlich bereut. Diese Tür, und er zeigt auf die Kirchentür, steht allen guten Menschen offen und allen Menschen, die böse sind und gut werden möchten. Mic drop für den Priester, würde ich mal sagen. Es wäre jetzt schön, wenn dir wieder Blut aus der Nase läuft und dann. Ich bin nicht in der Kirche. Sie steht in der Tür, sie ist nicht reingegangen. Ich bin bei meiner Schwester und gucke. Manche Leute wollen Gutes tun und können hier in diesem Haus nicht wohnen. Können schon. Wir würden sagen, es ist. Er seufzt, nimmt. Das Kreuz vom Altar in die eine Hand, die Bibel in die andere. Ich bin bereit. Danke. Und wenn? Weiß gar nicht, ob es nicht besser wäre, wenn sie bei ihrer Gemeinde bleiben, in der Kirche. Und ich weiß nicht, sie wurden ja bisher verschont von den Angriffen, wenn ich das... Also hier ist noch nichts reingekommen. Habe ich das richtig? Das ist richtig. Vielleicht können sie wirklich nicht in dieses gesegnete Haus. Und dann ist es vielleicht besser, wenn so viele der Dorfbewohner, wir können ja gucken, vielleicht schließen sich einige, die ein bisschen kämpfen können, uns an und unterstützen uns. Wir sind Bauern, aber wir werden tun, was wir können. Okay, dann wäre es eigentlich am besten, wieso sind die Leute nicht hier drin geblieben, wenn ich fragen darf, die hier... Sie wollten nach ihren Freunden schauen, die heute Abend nicht da sind. Ah, okay. Wir können ja jeden hier hochschicken, den wir finden, noch, wenn wir wieder rausgehen. Ja, aber ich glaube, aber dieser Herr hat gerade eben von mir verlangt, dass ich für meinen Glauben einstehe und ich werde das tun. Ich glaube, dass er nicht damit gemeint hat, dass sie hier heute Nacht mit uns kämpfen müssen. Doch. Ich möchte, dass jeder, der hier kämpfen kann, auch kämpft heute Nacht. Aber mach doch mal eine Probe auf Redekunst. Ja, das finde ich auch gut. Und ich schenke dir tatsächlich einen Bonus von 2. Das war tatsächlich. Also zwei Würfel mehr? Zwei Januswürfel dazu packen. Einfach als. Ich sehe den halt einfach schon sterben. Und dann sind wir schuld, einfach, dass dieser unschuldige Pfarrer, dass wir den so in seinem Glauben gepackt haben. Also, wir nicht. Die machen einen. Zwei Folge, ein Stern und zwei Janusköpfe. Wow, das sind 4 Erfolge tatsächlich. Die Leute in der Kirche erheben sich, als du sagst, ich will, dass jeder, der kämpfen kann, aufsteht und sich dem entgegenstellt. Und zumindest die Männer, die Frauen stellen sich so ein bisschen zusammen und die Kinder und die Männer kommen an deine Seite. Der Pfarrer stellt sich jetzt dazu. Dann gehen wir von Haus zu Haus und nehmen das an Waffen, was wir haben und stellen uns dem, was da kommt. Gut. Und die Waffen ja noch segnen vielleicht. Das könnte tatsächlich helfen. So verbringt ihr dann die zweite Hälfte der Nacht. Jawohl. Damit, dass ihr euch bereit macht für was auch immer da kommt. Ihr sammelt Leute zusammen, nicht alle Männer, also manche gerade die Alten tun es nicht. Die sehr jungen Männer werden zum Teil ein bisschen zurückgehalten, also so bis 17, da will man nicht, ja, also ihr beide habt da, also gerade der Söldner und der Henker, mein Gott, mit 17 habt ihr schon irgendwo im Graben gehangen, ja, also nichtsdestotrotz, ihr kommt schon so auf 20, 30 Leute, die sich euch hinzugesellen mit Mistgabeln, Sensen und Dreschflegeln bewaffnet, also was anderes haben sie ja halt nicht. Sie haben noch irgendwie Messer an der Seite, aber die Leute, die haben keine Schwerter. Ein, zwei haben noch so Jagdflinten, die sie noch mit dabei haben. Und dann gesellen sie sich zu euch, und zwar vor der Kirche. Also man bildet wie so ein Schutzwall um die Kirche drumherum und da sammelt sich das ganze Dorf. Der Pfarrer tatsächlich dabei und er betet mit den Leuten, er segnet ihre Waffen. Er ist wirklich versucht, die Leute zu stärken.
in dem, was da jetzt auf sie zukommt. Während wir die Leute eingesammelt haben, sind wir dabei der Alten auch noch vorbei? Weiß ich nicht, wenn ihr das wollt. Ich würde sie gern mitnehmen. Ich würde doch mal an sie appellieren, dass sie ihr Dorf genauso verteidigen soll wie alle anderen auch. Dann wird sie sagen, ihr Sohn soll das für sich entscheiden. Sie ist knapp 90. Sie wird sicher nicht kämpfen. Das würde niemandem helfen. Sie muss ja nicht kämpfen. Sie kann ja auf andere Weise unterstützen. Wie denn? Ihr findet schon was. Tee ausschenken. Ihr könnt Gemeinschaft euer Wissen präsentieren. Genau, und ihr könnt euer Wissen nutzen im schlimmsten Fall. Vielleicht fällt euch was auf, was kein anderer sehen könnte und würde. Tatsächlich kommt sie dann mit. Schau mal. Sie braucht relativ lange, weil sie auf einem Stock läuft und schon, wie gesagt, die hat ja auch nur noch 3 Zähne im Mund und ist halt eine wirklich alte Frau und ist dann außer euren beiden weiblichen Kumpanen die einzige Frau, die dabei steht. Haben wir die anderen alle in die Kirche geschickt? Der Rest ist wirklich komplett in der Kirche. Mhm. In den Häusern sind tatsächlich keine mehr. Wenn unsere Waffen ihr hört gehen, aus der Kirche leise Gesänge. Also die Frauen und Kinder drin singen, die Glocke der Kirche läutet und das ist so das Einzige, was ihr da jetzt hört. Ansonsten habt ihr so, zum Teil kennt ihr es. Also unser Söldner und die Marianenstreiterin kennen das tatsächlich, weil ihr habt schon in großen Schlachten gestanden. Und ihr kennt es, diese Ruhe vor dem Sturm, bevor irgendwas passiert. Dieses absolut gespenstische Ruhe, ruhige. Und diese Ruhe legt sich tatsächlich auch auf euch. Ich weiß nicht, wie ihr es tut, aber jeder einzelne von euch wappnet sich auf seine persönliche Art und Weise. Sei es, dass man eine weiße Hexe ist und an seinen Schutzheiligen oder die heidnische Götze oder wo auch immer man denkt, dass die Kraft herkommt, im Stillen ein paar Gebete entgegensendet. Sei es, dass man als Marianenstreiterin auf ein Knie runtergeht und Rosenkranz rausholt und betet. Den Rosenkranz betet. Oder sei es, dass man ein zynischer Söldner und ein vom Leben enttäuschter Henker ist, die einfach sagen, wir hauen uns jetzt noch die Flasche Schnaps in den Kopf. Wo ist die? Wer weiß, ob wir noch mal Schnaps bekommen. So. Und so hat jeder seins, womit man sich darauf vorbereitet. Es herrscht absolute Stille, außer der Glocke irgendwann. Irgendwann hören die Gesänge halt auf und die beten nur noch leise. Ansonsten herrscht komplette Stille. Plötzlich hört ihr der Boden bebt so leicht, es zittert leicht. Ihr hört Wasser rauschen, ihr hört einen grausamen, brüllenden Stein, der durch Mark und Bein geht, der diese Stille zerfetzt. Ein Brüllen wie aus einer anderen Welt und ihr habt das Gefühl, dass das Brüllen in euren Köpfen widerschallt. Ihr bekommt unglaubliche, sagenhafte Kopfschmerzen, wie ihr sie wahrscheinlich noch nie in eurem Leben gehört habt, durch diesen einen lauten, niederhöllischen, infernalischen Schrei, der durch die Nacht von diesem Dorf gellt. Dann wird es still. In dem Augenblick lassen die Kopfschmerzen auch wieder nach. Und ihr hört dann ein Rumpf, einen unglaublichen Schlag, den es macht. Ihr hört das Rumpeln und Bersten und Krachen von Holz und Stein und seid euch komplett sicher, dass in diesem Augenblick irgendwo in diesem Dorf
ein Haus zerschmettert wurde. Ich würde mein Schwert packen und würde mich mal vor die versammelte Mannschaft stellen. Mhm. Ja, ich meine, die Pistolen sind gezückt, ne? Wir warten ja nur darauf. Ich würde noch ein paar Worte. Ich würde gerne noch ein paar Worte an die Mannschaft richten, die jetzt okay. wahrscheinlich ein bisschen durch den Wind ja, ist. Kannst du machen. Wir kämpfen jetzt gegen den Teufel selbst. Aber was ich vor mir sehe, ist ein Dorf, das vorher entzweit war, Seite an Seite. Dafür kämpfen wir, für alles, was euch wichtig ist. Und ich sage euch, kämpft, geht nicht gelassen in die dunkle Nacht und kämpft für das, was euch wichtig ist. Kämpft für den nächsten Sonnenaufgang. Die umklammern, also man sieht, wie die Knöchel an den Fäusten so ein bisschen weiß werden, wie sie sich an ihren improvisierten Waffen festhalten und zusammenstehen. Und dann hört ihr dieses Grunz. Ihr hört diese tiefen, erderzitternden Schritte, die auf euch zukommen. Und dann schält es sich vor euch aus dem Nebel heraus. Das Ding, das ihr vor euch seht, wirkt wie eine sich stetig verändernde Wolke purer Boshaftigkeit. Ihr würdet sagen, dass das Ding hoch ist wie drei Kutschen und breit wie zwei. Aus seinem Inneren strahlt ein silbriges Licht, während sich die umgebende Hülle aus schwarzen Schlieren immer wieder wandelt. Mal nimmt sie annähernd menschliche Gestalt an, dann wieder die eines Tiers, dann wieder eine perfekte, wabernde Kugel. In jedem Fall peitschen zahlreiche schwarze Auswüchse um sie drumherum, tentakelige Fortsätze durch die Luft. Und alles, was sie treffen, explodiert fast, wenn es das trifft. Es macht sich auf den Weg zu euch. Ihr seht noch ein Stück vor euch ein Haus und bam, wird so die Seite von dem Haus weggerissen. Das Dach fliegt weg. Ihr seht, wie sich dieses Wesen eine Schneise der Verwüstung zu euch bereitet und auf euch zukommt, völlig egal, ob da Häuser sind, die im Weg sind und alles einfach aus dem Weg reißt zwischen euch und dem See. Und es kommt immer näher und steht dann in Angriffsreichweite vor euch und brüllt noch einmal diesen lauten Schrei euch entgegen. Ihr habt nochmal das Gefühl, eure Schädel würden durch das pure Geräusch zerplatzen. Und dann gucken wir uns mal die Initiative an. Ja. Ne? Immer noch 8. Ja, eure habe ich ja. Jetzt gucke ich gerade, welche Initiative ich habe. Ach, sehr schön. In dem Fall kann unsere Hexe zuerst entscheiden, was sie tun möchte. Ich habe ja wie immer stets vorbereitet. Das heißt, mein erster Pistolenschuss kommt noch mit einem zusätzlichen Schadenswürfel, Blutwürfel. Und natürlich mache ich einen Doppelschuss. Weil ja. Wofür habe ich denn die ganzen ID-Punkte? Und nehme meine beiden doppelläufigen Pistolen und gibt ja keinen Grund, lang zu zögern, ne? Also. Ah ja, noch plus 2 Januswürfel nicht vergessen. Mhm. So, erstmal. Ja, das ist ja noch sehr gut. 3 Erfolge. Und ja. Dann halt noch hier mit den Blutwürfeln nochmal eine 2. Und im Grundschaden ist ja 3. 4, 5, 6, 7, 8. Kann man mitarbeiten, glaube ich. Alles klar. Das Erste, was in diesem Kampf passiert, ist, dass zwei laute Schüsse die Luft zerschneiden. Und du hast keine Ahnung, ob es was gemacht hat, aber du schießt halt auf dieses Riesending, was direkt vor dir ist. Ja, und ich schieße noch einen regulären Schuss dann auch noch hinterher. Okay, mach das. Also, dann habe ich ein AP übrig. Okay, das sind 3 Erfolge. Mhm. 3 Erfolge? Mhm. Alles klar. Ich habe keine Ahnung, ob es was getan hat. Sehr gut. Du hast wirklich, tatsächlich, du schießt auf dieses gewaltige Wesen und
deine Kugeln verschwinden halt in diesem gewaltigen Wesen. Ob du ihm jetzt Schaden gemacht hast, ob das irgendwas gemacht hat, du hast keine Ahnung. Okay. Ist eh keine andere Option mehr. Muss jetzt alles drauf. Ja, jetzt sind die anderen drei dran. Okay. Ich schmier mir mit der einen Hand meine Schmerzsalbe drauf, die wirkt ja wie ein Panzerelixier. Mhm. Mit der anderen Hand reiße ich das Schwert hoch und renne vor und schrei, kämpft! Und ich würde okay, das erste war zumindest, also die Salbe auftragen ist ein Aktionspunkt. Mhm. Du kannst dann deine anderen Aktionspunkte jetzt einfach für den Angriff benutzen. Gut, dann würde ich gern, wenn es möglich wäre, Rundumschlag und Weiterschwung gleichzeitig machen. Rundum? Ja, kannst du. Klar. Hast du ein, zwei Qs, die du ausgibst. Genau, zwei Qs gebe ich aus. Und würde versuchen, ihm irgendwie Schaden an den Achillessehnen zu machen, dass er vielleicht zu Fall kommt oder das so. Das ist ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, der verändert sich die ganze Zeit. Ach, ob das ist, jetzt ist keine menschliche Gestalt? Beine hat. Der ist zwischendurch eine menschliche Gestalt, dann eine Kugel, dann ein Tier, der wabert die ganze Zeit vor sich hin. Du kämpfst gegen den Nebel quasi. Ob der überhaupt sowas wie Sehnen hat, du hast keine Ahnung. Falls er stehen sollte, will ich auf die Körperteile einhacken, die stehen. Okay. Während er das macht, kann ich mit. Also ist der dann noch freistehen oder muss ich zuerst mit meiner Muskete schießen? Der ist wahrscheinlich hat groß die Kategorie genug. Riesig. Der kann gar nicht gebunden werden. Gut, alles klar. Das geht bei dem gar nicht. Alles klar. Ich würfel schon mal meinen Schuss aus, ja? Dann sparen wir uns ein bisschen Zeit. Würfel ich mal den einen Angriff aus. Drei Sterne, zwei Erfolge. Okay, bei sind drei Erfolge, oder? Zwei Sterne sind jeweils ein Erfolg. Du hast drei, also ist das ein Erfolg. Und drei normale Erfolge sind vier Erfolge. Wenn du drei Erfolge und... Zwei Erfolge und drei Sterne. Das sind dann drei Erfolge. Alles klar. Und Schaden ist um zwei erhöht. Das sind fünf. Der Basisschaden deiner Waffe ist? Schlagwaffe fünf, ja. Also dann sieben. Alles klar. Und den zweiten Angriff soll ich dann auch nochmal auswürfeln oder nehmen wir den gleichen Wurf? Nee, du hast einen zweiten Angriff quasi, den du machst. Also musst du auch nochmal würfeln. Nochmal, zwei Erfolge, drei Sterne, also drei Erfolge. Okay. Gut. Zweimal schlägst du durch dieses Ding, legst alles in den Schlag rein, was du hast. Du siehst, dass, wenn du dein Schwert da rausziehst, so Nebelwasserfetzen deinem Schwert folgen. Auch da, es fällt dir schwer zu sagen, ob du es verletzt hast. Du fragst dich, ob man sowas überhaupt verletzen kann. Hm. Die anderen beiden sind noch dran. Ich habe einen Erfolg mit meiner Muskete. Ein ganz normaler Musketenschuss? Ich kann nur normal mit dem Ding schießen. Okay. Also Feuerregen bringt mir ja nichts, weil der wird nicht abhauen. Ja. Genau. Alles klar. Ein Erfolg, das Ding macht 8 Schaden, wenn ich getroffen habe. Da hast du. Das ist groß genug. Da kann man das wäre jetzt ein bisschen peinlich, ne? Ja. Ich würde die Waffensegnung aktivieren. Ja. Das ist gut. Und dann eine Idee einsetzen für den Flammenschlag. Also es fängt an zu leuchten. Das ist ein sehr schönes Bild, wie die Mariadenstreiterin da steht mit dem Schild, das Schwert nach oben, ein Gebet zum Himmel. Erst fängt es an zu leuchten, dann so bilden sich die Flammen an der Klinge und zerreißen die Dunkelheit. Und dann würde ich angreifen. Ja. Und das sind 4 Erfolge und nochmal 2 beim Blut, also nochmal 2 Schaden mehr durch den Blut. Alter Schwede. Ja. Nun habt ihr schon gut Schaden gemacht. Die Bauern rennen nach vorne und fangen an, einfach auf dieses Ding einzuschlagen. Der Priester geht eher
starken Schrittes nach vorne, hält das Kreuz nach vorne, die Bibel fest und betet. Macht das, was er kann. Mehr kann er an der Stelle nicht tun. Alles klar, jetzt bin ich dran. Das Erste, was dieses Wesen tut, ist, dass sich seitlich so eine Tentakel bildet, die er einmal so durch die Menge gehen lässt und ihr seht irgendwie so 5 Bauern, die so von der Tentakel weggefetzt werden und im ersten Angriff, den er macht, niedergehen lässt. Das Zweite, was er tut, ist, dass ihr seht, dass aus ihm raus 6 nebelhafte Gestalten kommen. Oh Gott. Also er wölbt sich so aus und von denen, die ihr eben hattet im ersten Kampf, kommen irgendwie 6 raus, die noch ein bisschen orientierungslos scheinen, aber die er gemacht hat. Und das Dritte, was er macht, ihr seht, dass ich 2 weitere Tentakel bilden, wovon so Kugeln dran sind, aus denen er ausholt und so nach vorne auf den Boden vor sich schlägt. Eine totale Welle geht durch euch und diverse Brocken, Holzstücke, Steine fliegen durch die Luft. Ihr könnt alle eine Ausweichprobe machen. Super. Wenn ihr noch Aktionspunkte übrig habt. Ja, ich habe noch einen. Ich habe keinen. Ich nicht. Ein Erfolg. Ein Erfolg bei mir. Okay. Alle, die keinen Erfolg hatten, bekommen. Wo steht's? Wo ist der Schaden? Oh mein Gott. 8 Punkte Schaden. 8 Punkte? Was ja, das minus, denn? Minus Rüstung, aber, oder? Aber minus Rüstung und ihr könnt den Erfolg noch abziehen, den ihr gemacht habt bei der Ausweichenprobe. Also kein Erfolg ist getroffen und ein Erfolg ist ausgewichen. Nee, heißt pro Erfolg. Er hat eine bestimmte Menge Erfolge. Okay. Und jeder Erfolg gibt ja einen Punkt Bonusschaden oben. Okay, auf. Das heißt, wir kriegen also eigentlich. Also ihr reduziert seine Erfolge. Ihr bekommt jetzt also einfach alle den Schaden. Okay. Wie viele Punkte waren es jetzt? 8? 8. Ja. 8. Okay, ein bisschen. Also, und 7 gehen also bei dir 7. Ja. Also, ja, Leute, ich habe noch 3 Lebenspunkte übrigens. Cool. Ja. Cool. Ja, nee, ich bin bei, warte, 11. Ab wann bin ich, ab 0 kann ich nur noch eingeschränkt was machen und ab minus 11 kann ich exakt, ab 0 kannst du keine Qs und Ideen mehr einsetzen. Und ab minus, was ist es? Mal schauen. Jetzt echt gerne das Ritual der Blutheilung, ne? Aber okay. Ab minus 10 bist du raus. Vielleicht kann mir Nigel ja irgendwo mal schnell die Hände auflegen. Er steht nur vorne und du hinten. Ja, ich weiß. Ja, dann seid ihr jetzt wieder dran und zwar die Hexe zuerst. Ja, ich nehme alle mal. Ich sehe, wir brauchen definitiv jede Unterstützung, die wir kriegen können. Also gehe ich ganz tief. Also ich bin zwar gerade unsauber auf dem Boden gelandet, aber ich fokussiere mich ganz tief auf auf mein Gespür für die Natur und benutze den Ragepunkt, den ich noch habe, um einen Hilferuf auszusenden an alle Tiere des Waldes, die irgendwie in Reichweite sind und versuche, die zur Hilfe zu holen. Dann würfel ich mal auf Hexenkunst. Ne? Hexenkunst und du könntest eine Idee nehmen, um. Ja, ich nehme eine Idee. Dann kriege ich 3 Januswürfel dazu. Ja. Oh Gott, was ist mit meinen Würfeln los? Es sind nur 2 Erfolge. Obwohl ich da 8 drauf habe auf Hexenkunst. Ich bin ein bisschen zerrüttet von dem Aufprall gerade. Trotz der Idee, die du ausgegeben hast. Trotz der Idee habe ich. Ich habe 0. Meine Güte, hast du schlecht gewürfelt. Ich habe richtig schlecht gewürfelt, ja. Tatsächlich seht ihr aber, dass ihr hört Wolfs heulen. Und wo auch immer das jetzt gerade herkommt. die anderen 3 sind dran. Ja, ich würde. Achso, nee, warte mal. Ich würde noch. Achso, stimmt, du kannst ja noch. Es waren ja 2 AP. Ich würde mit den anderen AP würde ich eine normale. Aber eine normale. Du schießt noch auf ihn. Ja. Ja, das geht ja so nicht. Oh, das kann ich so nicht durchgehen lassen hier. Hoffentlich. Ja, jetzt war es. Das ist ein bisschen besserer Wurf. Das sind. Okay, das. Das sind 3, 4, 5 Erfolge. Also 8 insgesamt mit dem Grundschaden.
Alles klar. Die anderen dran sind dran. Die Viecher, die er ausgekotzt hat, die stehen da ja noch orientierungslos ein bisschen rum, ne? Ja. Ich würde mal sechs Stück, oder? Sechs Stück. Ja, genau. Ich würde mal einen Feuerregen auf die niederprasseln lassen und hoffen, dass ich da irgendwie ein paar dezimiere. Und ich würde sogar einen Coup dafür ausgeben, dass ich mehr Würfel habe. In der Hoffnung, dass ich noch mehr erwische. So, ja, toll. Also ich habe 2 Esprit-Sterne. Mhm. Falls die irgendwas. Das ist alles? Das ist alles, ja. Mit 9 Würfeln, 2 Esprit-Sterne. Ja. Autsch! Läuft bei euch so richtig gut. Reicht das zumindest eines? Hey! Gestalten. Von den 6. Oh, Mann, aber du bist ja nochmal dran. Ja, aber das kostet 3 AP, das heißt, ich habe noch 1 AP zum Ausweichen. Mit dem kann ich auch sonst nichts mehr machen, weil, ja. Das ist ein bisschen schade. Ja. Ja. Alles klar, die anderen beiden sind dran. Also meine Waffensegnung ist aber immer noch aktiv, oder? Ja. Aber das Brennen nicht mehr. Das muss Nein, das musst du jede Runde neu machen. Okay, gut. Ich würde zuerst einmal, ich habe ja noch 2 Rage. Also ja. 1 so bekommen, noch 2. Ich würde 2 von diesen Nebeldingern an mich binden. Ja. Dass die nicht irgendwie umtriebig werden. Das musst du so noch nicht machen. Du, okay. Also du kannst einfach mit ihnen in den Nahkampf gehen. Dadurch sind sie automatisch an dich gebunden. Okay. Das andere ist dafür da, wenn du siehst, dass sie jemand anders angreifen wollen, dass du sie davon abhalten kannst. Okay, das ist sozusagen dann ein Spott. Also. Okay, gut. Dann greife ich einfach erstmal einen von denen an. Mhm. Ganz, also nur mit der gesegneten Waffe noch kein... Ja. Wir müssen auch diesen Gott da weiter behaken. Ne? 3 Erfolge und 1 Esprit-Stern. Das heißt, ich kriege ja noch eine Segnung dazu und würde das dann auch in der Rage schon gleich umtauschen. Ja, das reicht tatsächlich für den ersten. Gehst da hin, so haust den ersten mit deiner gesegneten Waffe aus der Landschaft. Ja. Dann habe ich auch, ich habe auch noch 1, das würde ich gerne noch für ein Ausweichen oder sowas aufnehmen. Alles klar. Aber du bist zumindest an die rangegangen. Du stehst ja jetzt direkt vor denen. Sie müssten jetzt schon um dich drum rumgehen, um jemand anders anzugreifen. Dann ist unser Henker der Letzte, der noch dran ist. Du hast gemeint, an diesem König sieht man noch irgendeinen leuchtenden Kern oder sowas? Ja, irgendwo richtig? Aus der Mitte kommt ein Leuchten raus. Aus der Mitte kommt ein Leuchten. In welcher Höhe ist es denn? Komme ich da hin mit meinem Schwert? Oder kann ich da einfach mal reinstechen? Du kannst, you can certainly try. Also es ist, es wird nicht einfach und vor allen Dingen scheint das tief drin zu sein. Deswegen frage ich, weil ich bin ja, keine Ahnung, 1,70 und das Schwert vielleicht ja auch. Und naja, aber er ist halt... Sind wir schon mal bei fast 3,5? Ziemlich groß und also hat halt auch viel Masse. Die Frage ist, wenn das in der Mitte von dem drin ist, und wahrscheinlich würden deine Arme mit in ihm drinstecken. Rein da, Nigel. Ich glaube auch rein da. Also machst du auf jeden Fall erstmal einfach einen Angriff. Genau. Ich würde tatsächlich, damit das nicht ganz lächerlich ausschaut, auch nochmal einen Coup ausgeben für mehr Würfel und wieder diesen, ist es in dem Fall möglich, einen weiten Sprung zu machen, wenn ich da eigentlich reinsteche? Ja, du machst ihm halt mehr Schaden dadurch. Ja. Also sowas wie, du stichst direkt aufs Herz, also solche Möglichkeiten. Es gibt halt keine gezielten Angriffe bei Hexen, aber ich werde mir einen schönen cinematischen Effekt einfallen lassen. Okay, das heißt, für diesen zusätzlichen Coup kriege ich jetzt 2 Januswürfel. Ja, 3. 3? 3. Okay. Maximal 5, egal was du machst. Schauen wir doch mal. 4 Erfolge, 2 Januswürfel. Wow, das sind 6 Erfolge. Das ist eine Menge. Hui. Tatsächlich brüllt er, und das ist das erste Mal, dass du das spürst, er brüllt laut auf, als du ihn getroffen hast. Du scheinst also ihn wirklich geärgert zu haben mit dem, was du da gemacht hast. Und ihm deutlich Schaden gemacht zu haben. Allerdings, hast du noch einen Aktionspunkt? Einen. Nee, Moment, ich habe ja normal angegriffen. 2 habe ich dann noch. Möchtest du noch was tun?
Von ihnen zurückweichen vielleicht? Das kannst du oder, tun. Oder, kann ja. ich, oder noch mal? Nee, Moment, ich kann ja noch mal angreifen. Kannst du noch mal machen, ja. Ja, das mache ich noch mal. Okay. Gilt der weite Schwung noch oder muss ich noch mal dann müsstest du noch mal einen Coup ausgeben. Jedes Mal, wenn du es machst. Und das wäre das letzte Mal, dass ich das machen kann. Ja, ich mache das noch mal. Und dann habe ich aber keine Coups mehr. Hilft am Ende auch immer, sich einen Coup übrig zu behalten fürs letzte Ausweichen. Aber es ist in Ordnung. Ausweichen. Ich kann dir einen Coup geben mit meinem Ritual. Wenn, das wäre, glaube ich, sinnvoll, wenn du noch irgendwie... Ich komme drauf zurück. ich muss erstmal mir selber neue Rage machen, aber wir kriegen das schon hin. War eh mein Plan. Was haben also musst wir du dir Heilungen abstreichen, ne? Ja, ich weiß. Ja, ich wollte es nur sagen, weil du nur noch auf 3 Lebenspunkten bist. Ich hab's auf dem Schirm. Ich kann besser. 3 Erfolge, dann 3 Sterne, also quasi nochmal 1 Erfolg und 2 Januswürfel. Also 3, 4, 5, 6 Erfolge. Mhm. Und plus 2 Schaden dann, oder was? 20, 30. Genau, habe ich auch wieder aktiviert. Das war jetzt, waren die letzten 2 Qs, die ich noch hatte. Alles klar, da bin ich dran. Oh, da freut sich jemand. Ja. Hat ihm nochmal wehgetan, wenigstens. Durchaus. Das Erste, was er macht, ist, dass er unglaublich laut brüllt. Und ihr könnt alle mal eine Probe auf Geistesstärke machen. Oh, da bin ich gut drin. Geistesstärke. Ja. Da bin ich nicht so gut drin. Das ist einer von meinen 2 höchsten Werten. 2 Erfolge. Ein Erfolg. 4 Erfolge und 1 Esprit-Stern. Ich habe 2 Erfolge. Okay. Ihr zieht jetzt eure Erfolge mal von 5 ab. Und sagt mir, was dann übrig bleibt. 3. 1. 4. So viel Stufen Malus habt ihr ab jetzt, weil er eine tiefe, üble Furcht euch erfüllt. Und ihr seht nicht nur euch, sondern alle, die da sind. Der Priester geht auf ein Knie runter, ein paar von den Bauern rennen weg. Es wirklich von ihm geht eine Welle des Terrors aus, die euch im Innersten erreicht. So, damit fangen wir mal an. Das Zweite, was er macht, ist, dass er wieder mit seinen Tentakeln so Wurmf über den Boden wischt und diverse Splitter, Steine, alles Mögliche, was er an Zerstörung auf seinem Weg hierhin mitgenommen hat, fliegt durch die Luft. Ihr könnt, jeder, der noch einen Aktionspunkt hat, darf gerne versuchen auszuweichen. Wieso? Ja, 0, weil ich hatte 3 Erfolge und ich habe 3 Mali und cool, ja, 0. Ja. 0. Ach so, warte mal, ich muss ja auch noch würfeln. Hau Leute, war schön mit euch. Ja, ich habe auch, warte mal, das sind diese Januswürfel, ne? Die man dann als Maluswürfel. Ja, ja, nee, genau. Dann habe ich auch nichts tatsächlich. Nichts. Hat irgendjemand irgendwelche Erfolge gemacht dabei? Ich habe gar nicht gewürfelt, weil ich warte noch die 3. Attacke ab und denke mir, ich habe noch genug Leben. Das ist tatsächlich seine letzte. Okay, dann würde ich sogar auch einmal. Ja, ich bin nett und sag's dir. Danke. Dann habe ich 3 Erfolge. Okay. Aber ich liege noch auf dem Boden, vielleicht kriege ich dadurch ja weniger ab. Kann ich sozusagen, gibt es sowas, dass ich mich sozusagen schützend vor jemanden stellen kann? Nein. Oh, schade. Ja, das sind ja keine Gegner, die du an dich bindest. Ja. Also, dann könnt ihr eure Erfolge von 8 abziehen. Ja, okay. Und so viel Schaden bekommt ihr. Ja, ich bin jetzt bei minus 5 übrigens. Da kommen, dann stehst du zumindest noch. Du blutest. 6. Heftigst. Ja, und ich kann meine tollen Ideen und Kus. Du kannst keine Ideen und Kus. Müsste jemand dich vorher heilen? Ja, du siehst tatsächlich, wie deine kleine Schwester von diversen Splittern, Steinen und sonst was getroffen wird und erstmal zu Boden geht. Ja. Das macht mich ziemlich wütend. Dann seid ihr wieder dran. So. Ja. Nee, es ist noch, Entschuldigung,
bei Ebi Null ist der Pastor noch dran, der an dieser Stelle laut anfängt, großer Gott, wir loben dich zu singen, so laut wie er nur irgendwie kann. Und eure 3 Punkte Malus verschwinden tatsächlich wieder. Denn während der andere euch mit dieser Furcht überschüttet hat, spürt ihr diese Kraft von dem Pastor hinter euch, der übrigens auch echt schlecht aussieht. Mhm. Ihr glaubt, dass sich der Pastor nur noch aus Willenskraft und nicht mehr aus Lebenskraft auf den Beinen hält. Und während er singt, geht er immer weiter auf dieses Viech zu. Okay. Kann, kannst du noch heilen? Du? Ich? Ja, du? Also ich kann Hände auflegen, ja. Das, ja, aber ich kann mich halt nicht selber heilen. Ja, aber du kannst mich mal heilen. Ich kann mich nicht selber heilen, ja. Aber du kannst Arthur heilen. Ja, also, Frage ist, du musst ja dann erst zu mir, weil ich muss erst mal selber... Ich steh doch auch sowas hinten. Wie Bewegungsregeln. Ist auch im Wurscht. Also, das ist Hexen. Überleg also, dir du das. Du kannst da hinrennen, den heilen, das geht. Okay, das heißt, du rennst zu mir und... Oder du rennst zu ihm, weil du bist dran. Ich renne erst, ja, okay. Wir stehen nebeneinander eigentlich. Also wir sind beide im wir haben sind beide nur weit weg von dem. Wir haben nur geschossen. Genau, ihr seid ja beide Fernkämpfer, genau. Ah, ich würde jetzt mal in Nahkampf wechseln. Dann, ja, klar, nee, dann lege ich dir natürlich die Hand auf. Mhm. Und würfel mal auf Hexen. Hexenkunst. Ja, war das 1, 2, 3, 4 Erfolge. 4 Erfolge. Schön. Okay, ja, jetzt kann ich nur. Dann nehme ich, glaube ich, dann 4 Erfolge. Mal 3 wären 12, ne? Also, gibt es deine ganzen letzten magische Heilungen. Alles, ja. Ja, dann wirst du um 12 Punkte geheilt. Sehr gut. So, das waren jetzt 2 AP, ne? Hat ja. 2 AP gepasst? Ja, dann nehme ich noch für ein AP, ritze ich mir ein bisschen meine Hand an, streiche mir ein, ich kann aussuchen, was für ein Heilungsding, das heißt, ich streiche mir was von der normalen Heilung, ich weiß gar nicht mehr, wie von das heißt. Von der ersten Hilfe, genau. Genau, von der ersten Hilfe streiche ich mir eins weg und gebe mir wieder 2 Rage. Mhm. Und dann würde ich mit den letzten 2 verbliebenen, weil wenn ich ausweichen kann, ich glaube ich eh vergessen. Würde ich gerne erst einmal das Ritual der Vielseitigkeit benutzen, um plus 3 auf meinen nächsten Schuss zu bekommen. Ja. Okay. Wenn du nochmal dazu kommst zu schießen. Ja. Hä, komm ich doch jetzt, aber, oder? Weiß nicht, das Ritual kostet ja nochmal einen Aktionspunkt. Da steht aber gar nicht, dass das ein Aktionspunkt ist. Steht da nicht? Nee, da steht gar nichts. Einfach nur warte, ich guck. Opfere ein Rage und dann. Ja, okay, dann kannst du es machen. Na, Gott sei Dank. Hab ich doch richtig kalkuliert. wir gucken, ob es was hilft. Es sind schon mal 4 reguläre Erfolge und dann noch die Januswürfel, nochmal 2 dazu, also 6 plus 3, 9. Nicht schlecht. Ja, hat sich doch schon mal gelohnt. Und ich rufe nochmal, nein, Schill! Ich stecke gerade wahrscheinlich in Schultern in Schleim. Ja. Nicht ganz unwahrscheinlich. Dann sind die anderen 3 dran. Ich würde... Wann kommen die Wölfe? Nachdem ich gesehen habe, dass das... Die Wölfe, tatsächlich, Entschuldigung. Ja. Bevor du das machen konntest, stürzen 2 Wölfe sich auf eine von den Nebelgestalten und reißen sie nieder. Gut. Ja, jetzt bitte. Ich würde, nachdem ich gesehen habe, dass was Nigel da macht, dass das effektiv ist, auch auf dieses Leuchten zielen. Mhm. Ich würde 2 Qs ausgeben, um mir diesen gebeutelt Motivationsvorteil zu holen. Das heißt nochmal plus 5 Würfel. Ja. Ja. Sind das Januswürfel oder was ist? Ja, du hast dann einfach volle 5 Januswürfel. Okay, alles klar. Dann würde ich das mal... Ja, Bonus gibt's nicht. Genau, dann probiere ich mal, ob das jetzt irgendwie... mal was bringt. Tatsächlich so sind das 5 Erfolge und ein Esprit-Stern. Mhm. Was für einen Basisschaden machst du? 8. Macht die Muskete. 8? Aber beim das heißt, du hast aber geschossen, bist nicht in den Nahkampf. Ich habe geschossen, ja, genau. Ja. Ich habe mit der Muskete geschossen, oh, auf dieses Leuchten gezielt und genau, habe 5 Erfolge plus 1 Esprit-Stern mit 8 Basisschaden. Ja, okay. Wow. Das war mein Move. Tatsächlich scheint diese Wolke so ein bisschen
durchsichtiger zu werden, dieses Wesen. Also es ist nicht so, dass man sieht, dass es bluten würde, aber so einzelne Nebenfetzen lösen sich von ihm und fliegen weg. Was wollte ich gerade sagen? Also kann ich mich von den Nebelgestalten auch lösen oder bin ich sozusagen auch mit denen gebunden? Du bist auch an die gebunden, ja. Okay, du kannst dich lösen, du kannst versuchen, dich zu lösen, dann können sie dich ja mal angreifen. Okay, weil ich würde halt auch versuchen, gerne, wenn ich sehe, dass dass das effektiv ist, würde ich gerne die. Du kannst das Viech zusätzlich angreifen. Ja. Das würde ich halt gerne tun. Die bleiben an dich gebunden, ne? Also okay, die bleiben an mich. Trotzdem okay. Weiter auf dich ein. Aber das geht. Du kannst noch einen dazu nehmen. Dann würde ich, also die Waffe ist ja immer noch gesegnet, würde eine Idee ausgeben für den Flammenschlag. Ja. Und würde dann noch mal einen Coup ausgeben, um mehr Würfel zu bekommen für meinen generellen Angriff. Und würde dann mit dem Flammenschlag auch einmal auf dieses leuchtende Ding versuchen. Ja, alles klar. All-in-Attack. Ja. So. Wie der Boss tot ist, sterben die Ads. Wahrscheinlich. Hoffe ich halt auch gerade. Spekulieren wir jetzt. Oh nein! So schlimm. Ich habe einen Erfolg, einen SP-Wurf, einen Janus, aber der Blutpunkt ist hier, was ist es? Es ist der Dreier. Na, immerhin. Also 1, 2, 3, 4, 5. Was ist der Basisschaden, den du machst? 3. Du kannst ja noch einmal zuhauen. Ja. Aber nur mit der Fechtwaffe. Sozusagen, ich müsste Waffen wechseln. Ja, aber das ist ja kein Problem. Das ist kein Ding. Dann würde ich ja. Wir sind bei Hexen. Das ist dann alles. Ist die auch gesegnet? Ja, komm. Okay, gut. Dann würde ich auch einmal auf den drauf und auch noch einen Coup. Ich habe bisher kaum Coups. Ja, dann hast du einfach dein Schwert in der einen und dein Degen in der anderen Hand. Okay, das sind auch insgesamt 3 Erfolge. 3 Erfolge? Ja. Wie möchtest du es tun? Ja, also ich habe die Fechtwaffe erinnert. Ich würde einfach drauf zuschauen, mit einem Gebet auf den Lippen sozusagen auch irgendwas schreien und würde einfach drauf zurennen, losspringen und mit der Waffe einfach einmal mitten in dieses leuchtende Ding reinstoßen. Ihr seht, wie eure Marianenstreiterin losrennt, abspringt. Vor euch scheint die Zeit stehen zu bleiben. Du siehst, wie deine Schwester sich Kopf voran in diesen Wirbel aus Tentakeln, Schatten und allem Möglichen reinstürzt und davon verschluckt wird. Sie verschwindet einfach in diesem Ball aus Nebel und Schwärze. Und dann ist ein paar Augenblicke still und dann hört man so ein und dieses Ding zerfällt. Ihr seht noch, dass 2 Dächer abgedeckt werden. Die Glocke wird oben aus der Kirchturmspitze rausgeschlagen von der Druckwelle. Ihr bekommt alle, außer demjenigen, der in der Mitte war, die wahrscheinlich noch am meisten Lebenspunkte hat. Nochmal jeder 4 Punkte Schaden. Du bist noch gerade ebenso. Tatsächlich seht ihr, dass der Priester, der ganz, ganz dicht dran stand, durch diese Druckwelle nach hinten geschossen wird. Und da war so ein Zaun an der Kirche, der so rückwärts auf diesen Zaun aufgespießt wird. Diverse Bauern gehen zu Boden. Und dann ist das Viech weg. Und ihr seht sie da stehen mit immer noch ein Gebet auf den Lippen. Mit diesen beiden leuchtenden Waffen in der Hand leuchtet sie über den Kampfplatz. Ihr seht auch die Nebelschwaden, die so auflösen und verschwinden. Und dann zieht sich der Nebel langsam zurück, löst sich stückchenweise auf.
Und genau in dem Augenblick seht ihr, wie langsam die Sonne über den Horizont auftaucht, sich auf der blinkenden Rüstung eurer Mariannenstreiterin spiegelt und Ruhe einkehrt. Ja, ich nehme die Muskete runter und zieh Morgana auf die Füße. Ja, ich würde auch. Ich kann ihm wirklich auf die Füße stecken und auch zu meiner Schwester hin. Nein, hilf mir! Bitte! Tatsächlich spuckt sie inzwischen Blut, ne? Also es ist wirklich da. Es sind Millimeter, die sie vom Tod entfernt ist. Wenn ich mich darüber geschleppt habe zu ihr, dann würde ich ihr tatsächlich die Hand auflegen, sobald wie möglich. Ja. Musst du jetzt nicht mehr würfeln, das ist ja in Ordnung. Ich sehe ja auch nicht mehr so fest aus. Kampfs. Ein Also du schaffst es, sie noch am Leben zu erhalten. Und dann würde ich weiter zum Priester. Ja, du kümmerst dich um den Priester, siehst... Ich schlepp mich mit. Das Einzige, wodurch ihr ihn noch retten könnt, ist, dass ihr über diese magische Heilung verfügt. Auch da kommt ihr gerade eben noch rechtzeitig, um diesen Priester vom Sterben abzuhalten. Wenn ihr übers Dorf guckt, seht ihr dieses unglaubliche Bild der Zerstörung über dem kleinen Dorf Weierhain. Der See, ihr seht, das Wasser ist ein bisschen niedriger als vorher. Was auch immer da unten drin gewesen ist, ist ja jetzt weg. Es scheint ein bisschen von dem Wasser zu fehlen. Und fortan legt sich Ruhe über das kleine Dörfchen Weierhain, das für immer die Namen von 4 tapferen Hexenjägern im Gedächtnis bewahren wird. Damit wären wir am Ende von unserem Hexen-Let's Play. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jens, vielen Dank fürs Leiten. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das mit dir einmal zu spielen, dass du uns mit entführt hast in die Welt von Hexen. Wenn es euch genauso gut gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir freuen uns über Anregungen in die Kommentare. Und unten in der Videobeschreibung sind alle Links zu Discord, Patreon, Lurch und Lama, Redbubble Shop, Instagram verlinkt. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir sehen uns nächste Woche mit einem neuen Projekt. Macht's gut. Ciao.